Willkommen zurück. Als allererstes möchte ich euch allen frohe Weihnachten wünschen und ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest mit eurer Familie. Ich hoffe, das Jahr 2018 war für euch alle ein Erfolg. An erster Stelle steht natürlich immer die Gesundheit und so wollen auf jeden Fall mein ganzes Team und ich euch für 2019 auch wieder die Daumen drücken und wünschen euch alle nur das Beste. Heute an Weihnachten ist es für uns fast ein Ritual, bei der Limo den Motor auszubauen. Das haben wir letztes Jahr auch schon live gemacht. Liegt einfach daran, dass bis Mitte Dezember immer die Essen Motor Show ist. Dann muss erstmal eine Woche alles wieder aufgearbeitet werden und dann muss natürlich der Motor aus der Limo ausgebaut werden, damit der für 2019 vorbereitet und revidiert werden kann. Und somit stehen wir jetzt heute hier und bauen den Motor aus. Marius ist natürlich auch wieder mit dabei. Guten Abend. Der kann mittlerweile fast diesen Motor auch alleine ausbauen und ich werde zwischendrin die Zeit nämlich nutzen und werde euch mal auf der Hebebühne, das haben wir nämlich das ganze Jahr über nicht gemacht, ein paar Details von der Limo zeigen, die jeder von euch schon aus diversen Bildern oder Instagram-Stories kennen wird, aber es gab noch kein Video dazu. Das heißt, ihr bekommt heute ein kombiniertes Video aus Motorausbau und jeder Menge geile Technik, die wir über das Jahr an der Limo verbaut, optimiert und so weiter. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, den Motor auszubauen. Und immer wenn ich was sehe, was interessant ist, greife ich ein und wir zeigen euch das kurz. So, bevor es losgeht, habe ich gleich das Erste. Und zwar seht ihr hier, viele von euch werden es bestimmt auf der Essen Motorshow gesehen haben. Ich wollte unbedingt diese Kotflügelkante in Carbon haben, weil es sind ja bekanntlich Carbon-Kotflügel. Und deswegen haben wir nochmal ein neues Pärchen gebaut und kurz vor der Essen Motorshow die Kotflügel noch angebaut. Ich persönlich finde, es ist wirklich einfach ein Must-Have, dass das so geil aussieht. Weil da man durch die lackierten Kotflügel eh schon nicht sieht, dass die aus Carbon sind, sieht man es jetzt wenigstens, wenn die Haube aufgeht. So, hier ist zum Beispiel auch ein interessanter Punkt. Ganz viele Leute fragen immer, was für einen Luftfilterkasten und so weiter ich fahre. Ganz einfache Sache, Original Luftfilterkasten. Original RS4 ist natürlich von innen ein bisschen modifiziert, ist ein spezieller Luftfilter drin, ein spezieller Luftmassenmesser, aber das eigentliche Luftfiltergehäuse ist noch Original RS4. So, hier habe ich nochmal eine kleine Ergänzung zum Kraftstoffsystem. Das ist eigentlich seit 2010 unangetastet. Und zwar habe ich die komplette Einspritzgalerie hier selber gebaut. Das sind quasi gedrehte und gefräste Teile. Das Besondere an dieser Rail ist, die ist A, viel, viel größer vom Volumen her. Das ist ein 20x20 Profil. Und ich habe den gesamten Kreislauf doppelt. Das heißt, ich habe Vorlauf, Rücklauf, Vorlauf, Rücklauf. Habe unterm Auto zwei Kreisläufe. Das heißt, in Summe habe ich vier Benzinpumpen, zwei Filter, zwei Benzindruckregler. Weil für E85 braucht man einfach so Unmengen an Sprit, dass es einfach nötig war, diesen kompletten Kreislauf doppelt zu bauen. Man kann das Ganze grob hochrechnen. Ich habe in diesem Auto 1650er Düsen verbaut. Die sind nahezu voll angetaktet. Das heißt, wir reden hier von 6 mal 1650 Kubik die Minute, sind also ungefähr 6 Liter Sprit. Ein bisschen mehr als, 9 Liter Sprit, die Minute durch diesen Motor durchgeht. Das ist natürlich nicht wenig und deswegen brauchten wir auf jeden Fall genug Reserven und haben gleich alles doppelt gebaut. Ein Punkt, warum ich persönlich an diesem Auto eigentlich relativ gerne den Motor ausbaue. Viele kennen es ja von anderen Motoren, dass Kabelbaum immer so ein Thema ist, dass man den komplett am Motor lösen muss oder so. Bei dem Motor ist es zum Glück relativ einfach. Man kann den gesamten Kabelbaum einfach hier lösen. Der ist hier drunter einfach nur gesteckt und wir können den ganzen Kabelbaum einfach nur auf den Motor legen und schon ist das Thema Elektrik durch. Werden auch viele nicht glauben wollen, in dem Auto steckt bis heute ein Originalsteuergerät, Bosch ME7. Ich glaube, dieses Steuergerät haben Sascha und ich in Summe schon, ich würde tippen, 200 Mal ein- und ausgebaut und noch viel, viel öfter geflasht und neu abgestimmt. So, gesagt, getan. Kabelbaum ist lose. Kann man einfach komplett auf den Motor drauflegen. Schon ist das Thema Elektrik
durch. Was war der erste Motor, den du generell ausgebaut hast? Boah, was ist das für eine Frage? Den ersten Motor, den ich generell ausgebaut habe. Ich würde sagen, das war der von meiner Hercules Prima 5S Mofa, die übrigens da oben steht. Viele fragen auch die ganze Zeit, ob ich den Golf 1 noch habe. Ja, ich habe ihn noch und er steht da oben als Rohkarosse. Ein Punkt, wo wir nachher auf jeden Fall noch intensiv drauf eingehen, ist Thema Kohlenwellengehäuseentlüftung. Extrem aufwendig an diesem Motor. Ich zeige euch mal schon mal grob ein bisschen was. Und zwar, es geht hierbei um diese Krake, so nenne ich es einfach mal. Das ist ein Zentrifugalabscheider. Das heißt, die Luft von dem Motor geht außen rein, geht oben wieder raus und das Öl sammelt sich und läuft unten ab. Ist aber extrem aufwendig mit mehreren Abgängen und so weiter. Zeige ich euch, sobald es ausgebaut ist. So, jetzt haben wir eigentlich alles, was an dem Motor von oben ist, soweit schon ab. Der nächste Step ist jetzt Auto hochfahren auf, ich sag mal, Brusthöhe und quasi Stoßstange abnehmen und Frontmaske wegnehmen. So, jetzt kommt der Moment, den ich immer am meisten feiere, und das ist, wenn man diese Carbon-Stoßstange hier abnimmt. Die kann man nämlich einfach abziehen und das Krasse ist halt, die wiegt halt wirklich gar nichts. Hier können wir noch ein bisschen das Carbon zeigen. Bitte entschuldigt, dass das Auto noch ein bisschen dreckig ist. Auch der Träger hier von innen ist natürlich auch in Carbon. Und am Ende wiegt diese Stoßstange, so wie ich sie hier jetzt in Händen halte, glaube ich, knapp 3 Kilo oder so. Also das ist schon, muss ich schon sagen, Chapeau, das hat der Artium wirklich, wirklich brutal hinbekommen. An der Stelle will ich noch mal kurz auf den Ölkühler eingehen. Viele fragen immer, warum der Ölkühler schräg steht. Das hat 2 Gründe. A, bin ich ganz lange noch mit Klimakondensator gefahren und dieser Ölkühler ist ungefähr doppelt so groß wie der Originale. Deswegen musste ich den, um den überhaupt bauplatzmäßig unterzubekommen, leicht schräg stellen. Und dazu kommt noch, dass es für den Wirkungsgrad des Kühlers sogar besser ist, wenn er leicht schräg steht, damit die Luft nicht einfach durch das Kühlnetz einfach nur durchgeht, sondern quasi schräg gegen das Kühlnetz gegenprallt und somit quasi man mehr Fläche im Wind hat. So, hier nochmal ganz cooles Detail, was sich viele immer fragen, wo meine Pop-Offs hin sind. Ich habe die Pop-Offs, also die Schubumluftventile, direkt unten auf das Druckrohr gesetzt und die gehen quasi direkt nach oben in das Frischluftrohr vor den Turbolader wieder rein. Das heißt, ich habe einen möglichst engen Weg um den Turbolader gewählt. So, wir sind jetzt vorne soweit fertig. Jetzt fahren wir letztmalig das Auto hoch, machen untenrum noch alles ab und dann kann der Motor schon raus. Das ist übrigens
eins der wenigen Teile am Auto, die noch aus Edelstahl und mittlerweile nicht mehr aus Alu sind. Die unteren Druckrohre vom Turbolader zum Ladeluftkühler sind aktuell noch aus Edelstahl, aber ich befürchte, die müssen diesen Winter auf jeden Fall auch in Alu gebaut werden, um noch mal ein paar Gramm bis Kilos zu sparen. So, als nächstes müssen die Hosenrohre raus. Ich habe mir direkt oben an den Turbolader eine V-Windschelle gemacht. Das heißt, die vordere Lambda-Sonde bleibt immer am Turbolader. Ich muss nur die V-Bahnschelle lösen, plus hinten eine V-Bahnschelle lösen, plus ich habe an die zusätzlichen Lambda-Sonden für die zusätzlichen Anzeigen im Innenraum einfach einen Stecker gemacht. Das heißt, den kann ich abziehen und schon habe ich die Hosenrohre in der Hand. Ist extremer Vorteil, weil bei dem RS4 sind Hosenrohre ausbauen mit den vier Schrauben, ist sonst immer wirklich richtig, ich sag mal, bescheidene Arbeit. So, jetzt müssen wir noch die beiden Antriebswellen lösen. Die Kardanwelle lösen und am Ende hier so dran vorbeifassen und die Schaltung lösen. Und dann ziehen wir den ganzen Motor nach vorne raus. So, wir haben jetzt untenrum soweit alles los. Drei Sachen würde ich euch gerne nochmal zeigen. Einmal habe ich ja dieses Jahr vorne und hinten diesen Achsträger von AK Motorsport dran gemacht. Der ist quasi aus Rohren, also aus Chromostahl, beziehungsweise ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen besser als Chromostahl gebaut. Und für alle RS4-Schrauber, die sehen das natürlich sofort, krass ist, wie viel Platz man hier in den Bereichen so auf einmal hat. Gerade auch, wenn man hier zu den Turboladern rüber guckt. Hier ist halt original, ist das halt hier so richtig eng und jetzt ist hier halt endlich richtig Platz. Diese Leitung, die ihr hier seht, das ist übrigens hier hinten rein, sieht man das vielleicht, der Rücklauf von meiner Kurbelwellengehäuseentlüftung. Ich habe oben ja einen Tank und dieser Tank braucht einen Rücklauf, weil der ist natürlich immer voll mit Öl und das geht hier quasi da unten wieder rein. So, jetzt noch ein Tipp für die Montage und Demontage. Man tut sich immer tierisch schwer mit dem Motorlagern. Das filmst du mal am besten von hier, einmal rumkommen. Normalerweise haben die Motorlager hier einen Stehbolzen dran. Das heißt, wenn ich den Motor jetzt nach vorne rausziehen möchte, muss ich den Motor so weit hochheben, dass das Motorlager quasi hier komplett aus der Führung rauskommt. Ich habe hier spezielle Motorlager aus Alu dran und habe quasi den Stehbolzen rausgemacht und habe jetzt von unten Gewinde, dass ich jetzt quasi einfach nur die Schraube rausdrehen kann und den Motor nach vorne ziehe. Und genau das werden wir jetzt auch machen. So, ich baue den Motor sowohl ein als auch aus immer einfach nur mit zwei Spanngurten vorne an den vorderen Aufnahmen. So kann ich nämlich jederzeit links, rechts den Motor einfach noch ein bisschen weiter ranziehen oder runterlassen und so quasi den Motor so ein bisschen ausrichten. Jetzt für den Ausbau ist es egal, da ziehen wir das Ding einfach eh nur radikal raus. Aber beim Einbau ist es halt, weil das alles so eng ist, schon recht wichtig, dass der Motor da gerade reingeht. Und somit ist das so aus Erfahrung die beste Variante. Ich mache zusätzlich jetzt beim Ausbau und beim Einbau unter das Getriebe noch einen Wagenheber, dass ich ihn quasi auch ein bisschen hoch und runter kippen kann. Und dann ist das Ding da ratzfatz raus. So, der Motor hängt jetzt an den beiden Spanngurten. Am Getriebe steht er auf dem Getriebeheber bzw. Wagenheber. Und jetzt können wir den Motor ganz einfach nach hinten rausziehen. So, jetzt müssen wir allerdings mit dem Getriebe über die Achse rüber. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen und müssen ihn ein bisschen hinten wieder höher kippen. So, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt können wir ihn vorne Sobald der Motor immer so auf halb acht hängt, ganz wichtig immer, hinten die Leitung von der Kupplung nicht vergessen. Ich persönlich mache die immer von hier lose und nicht von unten, weil man so einfach deutlich besser rankommt. Hier kannst du höchstens von oben rein.
Ja, das war's. Motor ist raus. Da wir ein bisschen nebenbei gequatscht haben und so weiter, hat es halt ein bisschen länger gedauert. Aber hat alles wieder einwandfrei funktioniert. Ich weiß nicht, dass wie viele Mal es mittlerweile war. Ich würde sagen über 40. Der Plan ist jetzt folgender. Wir zerlegen das Ganze jetzt noch ein bisschen, allerdings nicht allzu viel, weil am 6.1. sind wir wieder bei BP Motorentechnik in Dortmund. Und dort werden wir, wie gehabt, einen Livestream von der Zerlegung von dem Motor machen. Wir haben den Motor ja nur ausgebaut, weil ich ja schon gesehen hatte, dass ein Zylinder gerissen ist. Da kommt Kühlwasser raus. Und leider mussten wir jetzt auch beim Ausbau feststellen, dass schon ziemlich viel Kühlwasser im Öl ist. Das sieht man, wenn das Öl so leicht milchig wird. Also ich persönlich bin selber auch sehr gespannt, wie dieser Motor am Ende zerlegt aussieht. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal das Öl. Und ja, dann wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest, ein paar schöne Tage mit der Familie. Vielen Dank an Marius fürs Ausbauen. Vielen Dank an René fürs Zeitnehmen an so einem Tag. Und dann sehen wir uns am 6.1. bei Björn. Ciao. Jetzt hätte ich eine Sache fast vergessen. Ich wollte euch ja noch die Kurbelwellengehäuseentlüftung ausgebaut zeigen. Habe ich ja vorhin angesprochen. Das ist dieses krasse Gebilde hier. Einige sagen auch die Krake dazu. Die Kurzfassung ist, das Ganze hat drei Eingänge. Zweimal vom Ventildeckel aus, heißt von hier geht's rein und von hier geht's rein. Zusätzlich geht es von unten aus dem Block rein und die ganzen Gase mit dem Öl drin müssen quasi kreisrund durch den Behälter strömen, um dann in der Mitte quasi wieder hoch und raus zu strömen. Und dabei setzt sich das Öl quasi an der Außenwand durch die Zentrifugalkraft quasi ab und läuft durch den Rücklauf, den ich euch eben schon gezeigt habe, wieder zurück in die Ölwanne. Die Gase, die anschließend hoffentlich ölfrei rauskommen, gehen dann quasi wieder durch drei Ausgänge raus. Und gehen dann unter anderem hier über dem Getriebe mit zwei fetten Schläuchen in einen weiteren Behälter, der im Mitteltunnel unten ist. Weil leider hat nur dieser Tank von der Funktion her jetzt bei der hohen Drehzahl, wir erinnern uns, wir drehen 8800 mittlerweile, nicht mehr gereicht. Somit kommen immer noch Öle aus diesem Tank raus und diese Öle fange ich dann in einem extra Tank am Unterboden ab. Aber das war's jetzt für heute. Und einige andere werden sich fragen, Philipp, wieso die Stoßstange vorne noch nicht mit Titanschrauben fest ist, ne? Ja.